Einen wunderschönen. Meine Kamera findet meinen Hut nicht so geil und verliert deswegen leider konstant den Fokus. Aber ich werde heute bei Victoria 3 Österreich-Ungarn repräsentieren. Und dafür hat die Brutmutter ein Outfit, das sehr lang ist und sehr schwer. Aber ich fühle mich nobel. Also ich als Österreicherin fühle mich nicht hundertprozentig wohl dabei zu sehen, wie groß Österreich gerade ist. Es fühlt sich nicht richtig an. Ja, ja, und dann haben die, glaube ich, gedacht, hey, das ist eine geile Idee. Vier. Gute Aktion. Kann ich mir quasi auf diese Art und die Weise Weltrangliste irgendwo anschauen, um mich noch ein bisschen krasser zu fühlen? Ihr werdet auf jeden Fall sehen, wie eine Weltmacht von Rang 4 auf Rang 40 droppt. Ich habe auf etwas draufgeklickt, worauf ich nicht draufklicken wollte. Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht draufklicken. Ich bin jetzt irgendwie, das ist nicht so gut. Ich will diese Garnison, ich bin halt in der Garnison gerade. Wie kann ich denn aus meiner Garnison wieder raus? Ich bin einfach jetzt schon im Ersten Weltkrieg. Das ist ja wundervoll. Wo bin ich denn? Ganz grundsätzlich gesprochen. Ich habe mir ja sehr viele Videos vorab angeschaut. Und trotzdem ist das einfach so gigantisch. Ich bin nicht die Einzige, die gerade trotzdem hier sitzt, rechte Maustaste worauf geklickt hat und einfach nur irritiert ist, wie viele Dinge man wirklich für alles machen kann. Von Landwirtschaftsförderung bis hin zu Straßenerhalt und grüne Graskampagnen. Grüneres Graskampagnen. Also das ist ja einfach nur, das ist ja einfach nur krass. Also dieses Spiel ist ja einfach riesig. Es ist ja einfach nur riesig. Ich bin nicht die Einzige, die maßlos überfordert ist. Bin ich die Einzige, die maßlos überfordert ist? Also der Zug hat tatsächlich keine Bremsen. Also du wirst hier wirklich einfach überfahren. Also ich möchte an dieser Stelle anbringen, dass Österreich neutral ist, aber um die Neutralität von euch auch natürlich langfristig zu unterstützen, haben wir in den Bau von mehr Waffen investiert. Sollte jemand also Waffen kaufen wollen, Österreich kann liefern. Das hört sich ziemlich gefährlich aus preußischer Sicht heraus an. Wir bauen sie ja für die Friedensbekennungen der anderen Länder. Ach, jetzt bin ich beruhigt. Friedenspanzer, jawohl. Wie schaffe ich es, dass Ungarn nicht diskriminiert wird in Österreich? Sissi hinschicken. Kann ich das machen? Ich glaube nicht, dass ich das machen kann. Okay, wir wollen Religionsfreiheit auf jeden Fall nicht anfassen. Wenn ich aus Österreich heraus jetzt die Religionsfreiheit beschneide, dann ist das eine ganz schlechte Idee. Wir könnten öffentliche Schulen, dann werden die aber klüger. Wir machen eine Berufspolizei. Was kann ich jetzt machen, um das zu pushen und zu unterstützen, damit mich vielleicht mehr Leute geil finden? Die österreichische Aristokratie findet das nicht so geil, aber die Landbewohner finden es gut, die Streitkräfte finden es gut. Ich kann die leider nicht stärken gerade. Hast du gar kein schlechtes Gewissen, Mörb, dass du das angerichtet hast? Kann ich die Aristokratie unterdrücken? Imagine kluge Bürger, schrecklich. Ja, das wäre ja katastrophal. Und dann ist die Frage, wenn wir Kinderarbeit verbieten, ob sie uns dann mehr mögen. Die Leute sind komplett gegen Sozialhilfe. Das ist ja krass. Zensur geht doch noch härter, oder? Ja, safe. Oh, die wären sogar dafür. Oh mein Gott. Nur mal so grundsätzlich nachgefragt. Angenommen, ihr würdet versuchen, eure Zensurgesetze zu verändern. Mhm. Wie ist denn eure Bevölkerung so eingestellt? Weil ich bin echt massiv irritiert. 70,9% in meinem Land finden Meinungsfreiheit absolut scheiße. Ja, bei mir auch. Also genau. Du kannst dein Land wunderbar an die Wand fahren, wenn du gleich am Anfang Meinungsfreiheit, Kinderarbeit abschaffst, Frauenrechte einführst, dann implodiert dein Land. Das hatte ich nicht vor. Ich habe mehr Polizei. Weniger Bildung, mehr auch Polizei. Das kann Probleme sein, ja. Aber Bildung ist also, auch das Problem ist, Pia, am Anfang, da sind noch ganz, ganz viele alte Bande am Start. Du hast ganz viele Aristokraten und Landbesitzer, die das alles selber regeln wollen. Die wollen nicht, dass der Staat da mitredet. Ja, das ist mir aufgefallen. Die Berufspolizei ist nicht so erfolgreich. Das ist aber gar nicht so schlimm. Berufspolizei plus steigende Zensur ist mein way to go. Und eine gleichzeitige Nationalismuskampagne in ganz Ungarn, die ich gerade fahre. Ich hab's voll im Griff. Noch haben wir keine Aufstände. Die Radikalen haben sich, sie stagnieren. Ich glaube tatsächlich auch, Mörb, du redest gerade ein bisschen an Pia vorbei mit das Problem und sowas. Pia will ja einen diktatorischen Unterdrückungsstaat. Nein, 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 nein. Hallo, das sind harte Worte.
Kannst du bitte nicht so harte Worte dafür nutzen? Wir sind traditionell, wir lehnen uns zurück, wir wollen nicht, ja, dass Gutes, Altes zerfällt. Ich freue mich halt schon so sehr, dann einfach so gegen Mitternacht zu sehen, was für wundervolle, florierende Länder ihr habt, mit was für einem wunderschönen, offenen Diskurs, Schulen, vielleicht Frauenrechte, vielleicht wurde Kinderarbeit abgeschafft, viel Bier, wachsender Wirtschaftsboom, was weiß ich was. Und bei mir ist so, hey, die Leute trauen sich nicht mehr radikal zu werden, wir haben so viel Polizei. Oh nein. Warum hat Österreich schon wieder Korruptionsvorwürfe? Ich merke derweil, die Zahl der Radikalen geht schon ziemlich hoch, seitdem ich Dienstleistungen besteuert habe. Die meisten werden, also es ist schon ein beträchtlicher, also es sind 28.000, aber 50.000 wegen Diskriminierung. Willkommen in Bayern. 1,5 Millionen, willkommen in Österreich. Es ist absolutely pain. Der zweitbeste Grund, warum bei mir die Radikalisierung aufhört, liegt daran, dass sie sterben. Das ist die Art und Weise, wie ich dagegen klag. Es ist eine Katastrophe. Das Lustige ist, ich habe den Beziehungsreiter gefunden und ich habe, ich ohne dass es die Bier mitbekommt, Hust, Hust. Nein, was tust du schon wieder? Nein. Ich verbessere nur meine Beziehung zu dir und die Beziehung zu Österreich, also zu dir, zu Österreich natürlich. Und die Beziehung ist mittlerweile herzlich. Aber ich habe das auch in Auftrag gegeben. Also das ist quasi ein zweigleisiges Gleis. Ich habe auch meine Beziehungen mit Bayern und mit Preußen versucht zu erhöhen, weil ich mir dachte, alles, was direkt nebenan ist und ähnlich tickt, das mögen wir. Ein bisschen Schokolade würden wir auch annehmen in Österreich. Vielleicht hätten wir dann nicht 2,8 Millionen Radikale. Hast du 2,8 Millionen Stück Schokolade? Momentan glaube ich null, wobei ich hätte hier ein Kegifrett, aber das esse ich gerade selbst auf. Irgendein Politiker ist gerade gestorben. Wir waren es nicht, wir haben noch nicht den Ersten Weltkrieg, alles gut. Oh mein Gott, es wird immer schlimmer. Will jemand 3 Millionen Menschen aufnehmen? Nein, ich verursache nicht 3 Millionen Flüchtlinge, das ist nicht die Formulierung. 3 Millionen Menschen aufnehmen, die auf freiwilliger Basis lieber woanders leben würden wollen. Moment, wenn du die alle nach Tirol packst und mir Tirol dann so gibst, dann nehme ich das. Die herrschende Interessensgruppe österreichische Architektur, angeführt von ihrem charismatischen Oberhaupt Karl Ludwig, hat eine Werbereise arrangiert. Die Entscheidung, ob man sich auf das In- oder das Ausland konzentrieren soll erst in letzter Minute gefällt werden. Und es ist unglaublich, diese Leute mehr für sich selbst oder das Land als Ganzes tun werden. Wir wollen ganz dringend drinnen Dinge machen, weil wir echt am Arsch sind. Für Beobachter von außen mag es wirken, als stünden gewisse Menschen fest hinter der Idee eines neuen Gesetzes. Doch hinter dieser Fassade der Einheit schwert schon lange die Zwietracht. Nun hat eine Clique von Abweichlern endgültig genug und hat wegen der Frage nach dieser Reform mit den anderen Mitgliedern ihrer Interessengruppe gebrochen. Machen wir unsere Portemonnaie auf, vielleicht können wir einige von ihnen zurückholen. Ich kaufe die jetzt. Ich kaufe die jetzt und hoffe, dass es hilft. Es hat nicht geholfen. Ich habe so Angst davor, was ich jetzt gleich machen werde. Österreich wird gleich zerfallen. Was? Oh mein Gott. Wir scharren schon mit den Hufen. Ich freue mich darauf. Ich meine natürlich mein Beileid. Ich versuche jetzt, Gesetze zu erlassen, in der die Diskriminierung reduziert wird. Aber damit ich das machen kann, muss ich jetzt unter Umständen die österreichische Aristokratie enteignen. Oh, cool. Aus der Regierungsform, weil die sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, nicht mehr alles und jeden zu diskriminieren. Und das ich habe ein bisschen Angst davor. Also ich sehe gerade eben Pia, wie sie mit so einem Streichholz an so ein Pulverfass ran genau. Zündeln. Ich will das also, ja gar nicht. Mal einmal Österreich an, wie es war, Leute. Das hier ist das große, mächtige Österreich. Um einmal das österreichische Dilemma zu beschreiben. Die einzige politische Gruppierung in Österreich, die gegen eine nationale Vorherrschaft von einer Kultur ist, sind die Intellektuellen. Das heißt, zwangsweise muss ich vielleicht doch Schulen bauen. Und der Vorsitzende der Interessensgruppe der Intellektuellen ist 40 Jahre alt, süddeutsch, und außerdem ein Kriegstreiber. What could possibly go wrong? Mhm.
Und ich muss wirklich sagen, ich hätte Bayern und so viel lieber was Kleineres für den ersten Run gespielt als Österreich-Ungarn. Es ist einfach so gigantisch. Ja, ich meine, das also, hier es geht, reicht wahrscheinlich schon, wenn du ist Maurice und das spiele ich. Und es ist so groß. Und es ist so unübersichtlich, weil es so groß ist. Und ich bin so überfordert. Österreich neigt Richtung Frankfurt. Was macht ihr da? Was machen wir? Was? Ich erobere Frankfurt. Das ist automatisch. Und das Spiel das Spiel ist der Meinung, dass du ein Interesse daran hättest, dich den Frankfurtern im Krieg anzuschließen. Was? Nein. Nein, um Gottes Willen. Ich habe ganz andere Probleme. Ihr führt euren Krieg. Ich klatsche derweil und versuche nur nicht unterzugehen. Ja! Die Kriminalisierung wegen Diskriminierung hat sich fast halbiert. Oh mein Gott, meine ewig langen nationalistischen Assimilierungsversuche in den ganzen Ländern funktionieren endlich. Dafür radikalisieren sich die Leute jetzt, weil die Lebensstandards kippen. Aber egal. Leute, es geht runter. Es ist doch runtergegangen, oder? Wann bin ich schon auf 5? Wir kriegen nur noch... Hatten wir nicht eine 1,2 Millionen? Wir haben es auf ein Drittel reduziert, meine Freunde. Auf ein Drittel. Wir sind so geil. Ich habe das erste Mal heute diesen Funken Hoffnung, dass ich es schaffe, Österreich zu stabilisieren. Wir radikalisieren uns langsamer. Jetzt muss ich nur noch warten, bis die alten Radikalen wegsterben. Wie läuft denn Österreich, Pia? Okay. Ja, sag mal, Ranger. Ja? Ich finde das ja völlig fein, dass du mich in der Weltmachtenliste ablöst. So hin und wieder kurzzeitlich dazwischen. Ja. Aber warum hasst du mich so sehr? Weil das ein Ereignis bei mir war und ich musste sagen, entweder hasse ich dich oder ich verliere meine komplette Autorität im Staat. Was? Weißt du, ich arbeite hier einfach schon den ganzen Abend an positiven Beziehungen zu Preußen und mein Chat fragt mich die ganze Zeit, warum hasst dich Preußen? Warum? Ich weiß es nicht. Ich habe schon alles getan, aber Preußen ist auf minus 82. Alter, ich möchte an dieser Stelle kurz anbringen, dass der Kirchenstaat, also das Pontifikat, gerade eine Anfrage geschickt hat, der Zollunion des österreichischen Markts beizutreten. Der Papst ist jetzt im österreichischen Markt. Was auch immer das jetzt bedeutet. Braucht ihr Wein? Verdrossen über einen langwierigen Gesetzesgebungsvorgang Nationalgarde ist Maximilian von Wrede, das Oberhaupt einer Interessensgruppe Streitkräfte, mit einem Vorschlag an uns herangetreten. Der Prozess ließe sich beschleunigen, wenn er seine persönlichen Verbindungen in den Staatsapparat nutzt. Dann sind die Intellektuellen unzufrieden. But I don't care, wenn die jetzt, die hassen mich eh schon. Wir pushen das trotzdem wegen der Nationalgarde. Das wird schon. Importierst du jetzt aus Österreich oder möchtest du nach Österreich exportieren? Nur, dass ich nachfrage. Nein. Ich importiere von dir Kleidung Für uns. Das heißt, du stiehlst uns gerade die Kleidung, die wir selber brauchen. Aber das ist völlig fein. Also wir haben ja, ich würde es einfach höher versteuern. Das kannst du sogar wirklich machen. Ja, aber wie hoch, also wie viel teurer ist denn bei dir die Kleidung? Oder ist sie billiger als null? Lass mich gucken, wie teuer ist meine Kleidung gerade. Ich habe 37 gerade auf Kleidung, also plus 24% zum Durchschnitt. Ja, ist ja auch nicht besser. Aber weil es bei uns noch viel teurer ist, lohnt sich sogar ein Import. Mein Chat versucht mich seit einer Stunde dazu zu motivieren, den Russen den Einmarsch durch Österreich zu erlauben, um Preußen zu ärgern. Ich wehre mich. Ich weiß nicht genau, Ranger, warum du meinen Chat so verärgert hast oder was da so über die ganzen anderen Chats verläuft, aber offensichtlich... Ich bin echt beeindruckt, wie du das hier machst. Also allein die Tatsache, dass das Land existiert, fordert mir Respekt ab. Dass Österreich noch existiert, meinst du? Aber ja, wir sind schon auf Rang 6 gedroppt, ne? Also zwischenzeitlich war Preußen kurz oben, dann wieder, ne? Und ich dachte, oh, ich halte mich und jetzt... Oh, wir sind wieder Rang 5. Fuck you, Amerika. Aber in dem Paradox-Spiel. Leute, Katastrophe. Eine Molasseflut hat in einer Destille
zugeschlagen, wenn ich jetzt für Arbeiterwohl bin, halbiere ich meine Bierproduktion für 5 Jahre. Das kann nicht sein. Eine Tragödie kann den Fortschritt nicht aufhalten. Das werden wir nicht überleben. Ich bin immer noch ein bisschen der Meinung, dass Luxemburg mir gehören sollte, ehrlich gesagt. Das klingt nicht nach einer Schenkung, über die du gerade sprichst. Naja, wenn sie es mir schenken würden. Aber wieso Luxemburg. Sollte denn Bayer Luxemburg gehören? Das sagst du doch nur, weil es sich nach wie Luxus anhört, oder? Ja. Wir handeln jetzt mit Russland. Für Frieden, ja. Ich bin jetzt aus dem preußischen Markt raus. Ah, was? Warte, ich kann dich ja wieder einladen. Komm in den österreichischen Markt. Wenn wir schlecht sind. Komm in den österreichischen Markt. Komm, wir brauchen Bier. Wir wollen Bier. Ja, ich kann dich wieder einladen. Rein. Ja, wir müssen nur die Beziehung verbessern, dann kann ich dich wieder reinholen in den Markt. Das dauert ja ewig. Komm nach Österreich, Maurice. Komm in unseren Markt. Unterstütze ich. Mach mal den Dachraum. Ich möchte betonen, dass es eine mittlere Krise jetzt hier beim Dünger auslöst und damit bei unserer Nahrungsmittelproduktion. Ja, bei eurer, nicht bei unserer. Maurice, komm nach Österreich. Ich meine, die Waren nicht nach Württemberg durchkommen. Ja, ich bin jetzt abgeschnitten. Hat keinen Marktzugang mehr zu Preußen. Ihr habt mich jetzt komplett, ich kann es auch, glaube ich, nirgendwo mehr hin. Also ich bin natürlich jetzt raus. Nein, wenn Maurice nach Österreich kommt, kommst du auch in den österreichischen Markt. Alle Probleme gelöst. Ja, also das wäre das Einzige, was jetzt, wenn das jetzt wirklich passiert, wenn Maurice das macht, wäre das meine einzige Möglichkeit zu überleben. Wie kriegen wir das denn? Aber kann ich dann irgendwie wieder in den preußischen Markt? Ja, ich verbessere die Beziehung jetzt mit dir. Und dann gebe ich dir jetzt gleich noch irgendwas anderes. Weiß ich nicht, ich kann dir, warum geht das denn nicht? Was, warum der preußische? Der österreichische, Maurice? Maurice? Ja? Du hast mich persönlich gekränkt. Ich habe das gar nicht abgelehnt, ich habe das, Mir hast du? Ich habe gerade eine Ablehnung bekommen. Komm in die schöne österreichische Umarmung. Das wird mir jetzt alles zu irre. Pia, ich will in den österreichischen Markt, bitte. Hier. Willkommen! Ja! Meine Wirtschaft ist gekippt! Wir kriegen das Freibier! Liebe Pia, ich habe eine Anfrage gestellt. Willkommen! Zu Hause! In deiner neuen Heimat! Das geht halt nicht anders, was soll ich machen? Coppelius! Ja, damit kommen wir klar. Damit sind mir jetzt auch meine sämtlichen Verbindungen weggebrochen. Ich finde das großartig. Ich habe mich sehr einsam gefühlt in meinem Markt und ich liebe die Energie, die gerade kommt. Ne? Coppelius, unsere Tore sind offen, auch für die Schweiz. Ja, die Schweiz ist sehr stark am Überlegen tatsächlich. Ich werde es einmal noch in unser Parlament tragen und einmal mal schauen, was die so diskutieren. Ich freue mich, dass ich mich komplett verkackt habe. Warte mal, ich muss ganz kurz, ich bin gerade überfordert. Wer ist Mecklenburg? Steinmeier, ne? Mecklenburg. Boah, das ist stressig. Nur ein bisschen. Boah, das ist sehr stressig. Ach, bist du jetzt auch im Krieg, Pia, mit Russland? Nein, als ob ich einen Krieg mit Russland anfange. Weil das Spiel glaubt, dass du dich mir anschließen würdest, wenn ich Frankreich angreifen würde. Ich weiß nicht, woher das Spiel diese Informationen nimmt, aber es glaubt. Wenn du Frankreich angreifen würdest? Genau, für Elders Lothringen. Ich bin gerade, ich sehe das noch gar nicht. Ich habe hier nur Norddeutschland, ich habe da Diplomatiespiel. Das möchte ich nicht. Ich habe es nicht gestartet. Achso, du hast es nicht gestartet, okay. Das war die Vorhersage, das Spiel glaubt, dass du dich mir anschließt. Warum? Ach so, gegen Frankreich? Boah. Genau, das Spiel weiß Dinge, die anscheinend selbst du nicht weißt über dich. Ja, aber ehrlich? Ja, warum eigentlich nicht? Aber dann warten wir, bis die Sache mit Russland durch ist, weil dann kann ich nämlich meinen treuen Freund, den lieben Preußen, auch noch fragen, ob er mitmacht. Und dann werden wir gemeinsam gegen die Franzosen... Achso, warte mal, hast du Krieg mit Russland? Also, die Russen auch noch auf Seiten von Mecklenburg-Strelitz mit reingehen? Mit den Russen möchte ich mich nicht anlegen. Die Russen sind ein wichtiger Handelspartner für mich. Mit denen fange ich keinen Krieg an. Also wenn Frankreich noch dazu kommt, dann wird es mit Großbritannien... Ich weiß nicht, was haben die denn für ein Heer, die Franzosen? Haben die eine Bauernarmee? Ist das so ein fucking Weltkrieg für Mecklenburg-Strelitz, oder was? Mein wundervolles... Achso. Nee, red ruhig. Dein wundervolles...
Österreich will sich Preußen anschließen? Nein, ja, als ob. Nein, mein wundervoller Handelsbereich in Österreich, wir sind ja jetzt drei, das ist wundervoll. Wollen wir uns vielleicht so ein bisschen strategisch beraten, wie wir alle das Beste aus uns herausholen und uns gegenseitig wirtschaftlich noch weiter stärken können? Ja, und gerne. Coppelius, möchtest du vielleicht eine 4 daraus machen? Ich glaube, das wäre angebracht, ja. Ich bin wieder im Spiel. Dann machen wir weiter. Ja, wundervoll. Wollen wir uns dann vielleicht ganz kurz ohne das lauschende Preußen unterhalten, das sich dann neidisch in unsere Richtung dreht? Württemberg? Was? Ihr geht sogar wegen Wirtschaftsabsprachen in den Anwalt? Ja, natürlich! Württemberg, das wird vermerkt. Dann. Also ich möchte natürlich hier nicht irgendwie das Gefühl fördern, dass wir Intrigen aushacken. Wir wollen euch nur nicht mit so belanglosen Detailinformationen über unsere Wirtschaft stören, die ja nichts von Belang sind für unsere Nachbarn. So eine taktische Hochzeit mit einer anderen Königsfrau oder Familie, damit ich die Österreich-Ungarn-Situation ein bisschen beruhige, würde ich jetzt auch nicht ablehnen. Mein Herrscher ist 91, will ich nur mal, den würde ich jetzt nicht heiraten. Wobei, dann ist auch schnell vorbei. Wenn man reich ist, ne? Österreich ist soeben in der Länderprestige-Weltmachtkarte wieder auf Platz 4 hochgesprungen vor Amerika. Sehr schön. Wir holen uns die Marktvorherrschaft zurück. Preußen ist nur noch Platz 6. Also zum Beispiel zieht. Die Anzahl der Radikalen reduziert sich. Ich hab's geschafft. Wir sind im Plus. Hört. Jetzt können wir aufgeben, das wird nichts. Die Schweiz hat Zentralbanken freigeschaltet. Großartig. Als kleiner Hinweis. Das ist für die Welt, glaube ich, gut. Now it begins. Da werden also die Goldreserven hin verschoben. Warum ist Stettin eigentlich gefühlt größer als Berlin? Wahrscheinlich, weil mehr Gebäude drin sind schon. Da sind irgendwie mehr auch Adels, also mehr so sexy Gebäude drin. Also Berlin ist so ein bisschen... Ja. Da sind mehr so sexy Gebäude drinnen, bitte was? Ja, so ein bisschen besser aussehen. Nicht so. Möchtest du uns einmal erklären, was ein sexy Gebäude ist? Einfach nur... Also mit Kupferdach drüber. Unsere und so eigene, weiter. Ja, würde mich auch interessieren, tatsächlich. Erzähl uns noch ein bisschen mehr über die sexy Gebäude. Mittlerweile sind dort wechselst du gerade zurück? Wolltest du nicht, dass ich gerade Krieg für dich, für Frankreich führe, damit du jetzt wieder in den anderen Markt... Alles klar? Okay. Ja, aber du hast ja Nein gesagt. So treu ist der österreichische Markt. Also, na super. Das ist ja toll. Ja, nee, das ist ja auch in Ordnung. Ich höre mir nur das Angebot an, meine liebe Kaiserin. Mhm. Wo soll ich schon wieder Krieg führen? Für wen schon wieder diesmal? Noch immer den gegen Frankreich? Ja, immer noch das gleiche Thema, werte Erzherzogin. Was bringt mir ein Krieg gegen Frankreich? Da sterben einfach nur Menschen. Nein. Es ist euer Erzfeind. Preußen ist mein Erzfeind. Ja, Preußen, das gibt's doch noch gar nicht so lange. Das ist auch eine vergängliche Sache. Frankreich existiert seit Jahrhunderten und ist seit Jahrhunderten euer Feind. Also, ich investiere seit 17 Uhr in die Freundschaft mit Preußen. Und Preußen hat einfach gesagt, nee, interessiert mich nicht. Und obwohl ich weiter investiere, wechselt sich unser Gemütszustand zwischen kalt und feindselig. Preußen ist mein Erzfeind. Da kann ich nichts für. Der. Und jetzt entschuldigt er sich nicht mal. Jetzt sind die Berater schuld. Ach, die Berater. Ja gut. Also ich würde dir jetzt auch einfach anbieten, die Rivalität zu beenden. Weil ich sehe jetzt auch nicht wirklich den Grund, warum ich jetzt mit dir in den Krieg gehen sollte. Wegen irgendeinem Land, wo ich nicht mal genau weiß, wo es ist. Das interessiert Österreich ja nicht. Für mich ist ja viel wichtiger, meinen Markt weiter zu stärken. Und vielleicht kann man das ja mit einem guten Handelsabkommen mit Preußen regeln, um ein bisschen mehr Stabilität und Sicherheit zwischen den Großmächten in Zentraleuropa zu fixieren. Das ist im Sinne von allen. Und die kleineren Mächte können ja weiter ihr Geplänkel austragen. Frieden mit Österreich, keine Rivalität mit Österreich. Oh Gott, mein preußischer Magen wurde kurz schlecht. Wow! Also wir werden über dieses, ich werde mich mit meinem Berater, Frifra, über dieses Angebot beraten. Und dann würden wir nochmal auf sie zukommen. Ja gut, dann würde ich also das gut, dabei stehen. Ich werde es nun wagen, ich werde versuchen, alleine gegen Frankreich mal ein Diplomatiespiel zu starten und zu schauen, ob es da jemanden gibt. Und im Zweifelsfall kann ich es gar nicht mehr machen, weil dann ziehe ich halt zurück.
Österreich hat die Rivalität mit Preußen bekundet. Was ist da? Pia? Nein, beendet. Passiert? Ach, beendet. Ah, dachte jetzt gerade. Beendet. Ich habe einfach entschieden, ich helfe dem Gedankenprozess von Ranger ein bisschen nach. Die Preußen brauchen offensichtlich sehr lange, um solche Dinge zu bedenken. Und ich denke, mir wütend sein kann ich sehr schnell wieder. Ja. Also habe ich hier jetzt einfach die Rivalität beendet und hoffe, dass das ein bisschen positiv aufgenommen wird. Ja, also wir müssen auch nicht die schnellsten Denker sein, ja? Um ein Gewehr bedienen zu können, muss man nicht die Schule besuchen. Alter, mein Chat ist so frech, ne? Alle 100 Jahre werde ich nach was gefragt und dann sind das so Dinge wie, wie sieht es denn eigentlich mit österreichischen Kolonien aus? Also wer würde denn Kolonien etablieren? Preußen bestimmt nicht. Hast du Kolonien etabliert? Nein. Er hat Kolonien etabliert. Wo bist du? Weiß ich nicht. Wie er lügt. Ich habe auch gar keine Ahnung, wie das geht. Vielleicht bin ich in Kamerun. Vielleicht. Was? Ich habe mich verfahren. Ich dachte, das wäre Bremerhaven. Ah ja, verfahren. Ich glaube auch. Aber wie kolonisiert was muss ich machen, damit ich dieses Verteidigungs... Ja, sonst braucht der pro kleiner Provinz. Also das ist immer so ein... Oh, was ist denn das? Okay. War Österreich begangen ein Diplomatiespiel? Marktöffnung gegen uns? Entschuldigung? Ich habe dich vor einer halben Stunde gefragt, wie du zu mir stehst und du hast gesagt, du denkst. Wir haben auch gedacht. Aha. So, was gehört uns? Südtirol natürlich, ganz klar. Was wollen wir noch haben? Nimm doch nicht Südtirol, das ist doch viel zu weit entfernt. Da kommst du gar nicht ran. Aber Südtirol ist ein schöner Urlaubsort. Ach Quatsch, nimm Böhmen und Böhmen. Prag ist auch Maurice, schön. Wie positioniert sich Bayern in diesem Zusammenhang? Bayern ist Österreich treu verbündet. Dann werde ich das auch sein. So schnell geht es wieder. Aha. So schnell stellt sich Württemberg Wahnsinn. Gegen diese 1,5 Millionen und diesen Krieg, den wir durchgeführt haben. Ja, sie. Das ist die beste Möglichkeit, diese Schulden loszuwerden. Wie mobilisiert man jetzt Militär, theoretisch? Ich habe das noch nie gemacht. Was muss ich machen? Das war okay, ich bin doch auf der Seite von Preußen. Du hast einen Militärreiter links? Ja, einfach alle Generäle mobilisieren. Ist das das, jo, was ich suche? Alle mobilisieren. Gegen Preußen musst du alles also mobilisieren. Also du brauchst auf jeden Fall genügend Generäle, um diese ganzen Fronten abzudecken. Und das siehst du ja gleich, wo überall es bei dir die Meldung kommt, Fronten, die ungesichert sind. Und du brauchst halt mindestens genauso viele Generäle. Die müsste ich haben, eigentlich. Boah, darf ich ganz kurz auf eins stellen? Das ist gerade sehr viel auf einmal. Ja, nur, dass ich mal einmal, oder beziehungsweise Maurice müsste das machen, weil das ist gerade neu alles. Yep. So. Genau, wir haben ja erstmal hier noch das Diplomatiespiel, das jetzt mit Norddeutschland gestartet ist. Und du hast jetzt schon einen zweiten Reiter irgendwo gestartet. Oh Gott, das ist ja gut, dass ich jetzt noch sowas zum Schluss gestartet habe. Da kannst du vielleicht zum Beispiel auch Frankreich noch fragen, ob sie mitmachen. Achso, das ist dieses, warte mal, ich schaue gerade, das ist die Eröffnung gerade, das ist Hannover gegen Oldenburg, das ist was anderes. Das Europa ist auch noch am Start. Diplomatie-Schachzüge, Eskalation, ja. Österreich gegen Preußen. So, und jetzt ist da Beeinflussung von Ländern quasi. Genau, da kannst du mal gucken, ob es ein Land gibt, das du beeinflussen kannst, dass sie sich dir anschließen. Das geht nur, wo schon ein Daumen, der nach oben ist, der grün ist. Also nur die kannst du überhaupt beeinflussen. Wie bei Rot. Ja, bei mir ist da ein bisschen was grün gerade. Warum kann ich Russland nicht einladen? Vielleicht mögen die dich nicht. Ich habe mit denen Verteidigungs-Dingsbums dabei. Warte mal, Bayern ist beigetreten. Du hast halt einen Angriffskrieg gemacht, keinen Verteidigungskrieg. Ah, deswegen. Leute, es ist ein bisschen klimaktisch jetzt, diese Aktion 5 Minuten vor 0 Uhr zu starten, dann auch noch diese Kriegsziele reinzuhauen. Ja, ich kann nichts für die vielen Kriegsziele. Das war nicht meine Idee. Ich habe nur ich wollte nur den Markt öffnen. Ich wollte keinen Krieg führen. Ich war das nicht. Ich kenne nicht. Das irgendwo her. Irgendwie schließt sich gerade der Kreis, wie ich da erkenne. Ich wollte nie Krieg führen. Ich wollte nur... Ich hätte jetzt aber schon noch gerne meinen Krieg geführt. Ist es nicht irgendwie arg, dass die zwei Österreicher in der Runde genau das Gleiche machen und sagen, ich wollte eigentlich keinen Krieg führen. Ich wollte nur den Markt öffnen. Ja. Ist das nicht irgendwie... Ja, aber ich habe ja auch keinen Krieg gestartet. Preußen hat den Krieg erklärt. Ich auch nicht. Ich habe keinen Krieg erklärt. Nee, nee.
Natürlich. Ich wollte auch den Markt. Nein, ich wurde also wenn du den Markt öffnen willst, dann stellst du mir quasi ein Ultimatum. Du öffnest den Markt oder ich. Oder du startest den Krieg. Aber der Krieg ist vielleicht schon vorbei. Preußen denkt rein. Hat Preußen gerade eingelenkt? Ja. Warum? Weil ein wirklich, das wäre jetzt ein Unfall. Wir würden jetzt eine Stunde diesen Krieg da machen. Ja, der würde ewig dauern, ja. Das ist ein Riesenkrieg. Hat Preußen idiotische Kriegsziele definiert, wenn ich das mal so sagen darf. Hallo, das war ein Urlaubsgebiet, den wir da definiert haben. Voll gut. Das waren Urlaubsgebiete. So, dann will ich auf Geschwindigkeit Nummer 3 gehen. Das heißt, nächstes Mal starte ich meinen Krieg ein bisschen früher. Ich hab's verstanden. Nächstes Mal starte ich ihn um 23 Uhr. Starten. Aber was bedeutet ach so, ja. Die Marktöffnung eigentlich? Also, ich bin im Freihandel jetzt. Ja, ist deswegen, Leute, wollte ich ja noch den Krieg um Frankreich führen. Da wäre die Zeit noch gewesen. Ja, aber Frankreich hat mir nichts gebracht. Hättest du mir vorgeschlagen, Krieg gegen Preußen zu führen, hätte ich ja zugestimmt. Der einzige Gedankengang, den ich tatsächlich hatte, ist, ich wollte eigentlich einfach nur in der Gesamtweltrangliste vor Preußen beenden. Und ich habe gesehen, dass die Zeit abläuft, also hatte ich Stress und dachte mir, ich mache jetzt noch Stress. Ich gebe den Stress einfach weiter. Es war eine sehr spaßige Runde, will ich jetzt mal an der Stelle auf jeden Fall sagen. Spaß gemacht, ja. Oh ja.